Die Teichwirtschaft spielt in vielen Teilen Bayerns eine wichtige wirtschaftliche und kulturelle Rolle. Doch ob Konflikte mit Naturschutz und Freizeitinteressen oder anderweitige Bedrohung des Kulturguts Teichwirtschaft. Viele Fischer stehen aktuell vor großen Herausforderungen. Um Lösungen zu erörtern, hat die Freie Wählerabgeordnete Gabi Schmidt zu einer Fachtagung ins mittelfränkische Feuchtwangen eingeladen. Auch dort machen den Fischern insbesondere andere Tiere große Probleme. Das sind Viecher, die nicht daherkommen. Das ist ungefähr wie wenn ihr daheim den Vorratsschrank von Mäuse hättet. So genau haben wir am Weiher oder an die Gewässer Schädlinge, die wirklich Fische anhacken, sie grob verletzen, sie rausziehen, Krankheiten übertragen. Das geht vom Kormoran, ein ganz schlimmes Gemetzel macht der Otter mal, wenn er kommt. Und das ist wirklich ein Riesenproblem. Das sind Probleme, die wir vor Jahren überhaupt noch nicht hatten und die das Überleben in der Teichwirtschaft schwer macht. Weil unter der Wasseroberfläche interessiert es anscheinend keinen mehr, was da an Frevel passiert. Vor allem die Biberschäden bereiten den Teichwirten große Sorgen. Der Freie Wähler-Europaabgeordneten Ulrike Müller ist es besonders wichtig, die Artenvielfalt zu erhalten. Dazu brauche es ein Bestandsmanagement, um Überpopulationen von Schädlingen zu verhindern. Außerdem kritisiert Müller den Europäischen Meeres- und Fischereifonds. Unsere ganzen 10.000 Teichwirte, die wir hier tatsächlich in Bayern haben, die Kulturlandschaft pflegen und erhalten, wurden da in diesem Bericht völlig vergessen. Und darum bin ich auch immer sehr froh, dass ich den direkten Kontakt zu der Teichwirtschaft hier halten kann und hier auch den Austausch pflege und auch natürlich zu den Fachexperten, die wir hier vor Ort haben, hier den regen Austausch mit nutze und deren Wissen dann in diese europäische Arbeit mit einfließen lasse. Die Teichwirtschaft in Bayern werde oft unterschätzt. Ein Drittel der Karpfen und Forellen in Deutschland stamme immerhin aus Betrieben des Freistaats. Umso wichtiger ist es, diese zu schützen, auch vor Schädlingen. Wir arbeiten an dem Management der Kormoranbestände. Das tun wir auch mit einigem Erfolg. Also wir wünschen uns, dass die Folgen dieser Besiedlung mit den geschützten Vogel gering gehalten würden für die Teichwirte. Und wir arbeiten auch daran, dass die Produktion weiterhin auf diesem doch extensiven, nachhaltigen Niveau erhalten werden kann, weil wir hier ein so hochwertiges regionales Nahrungsmittel haben. Um dieses wertvolle Lebensmittel zu erhalten, werden sich die Freien Wähler auch in Zukunft für die Belange der Teichwirtschaft in Bayern einsetzen. Denn sie hat eine Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht und ist ein wichtiges Aushängeschild für den Tourismus. Ein Erbe, das die Freien Wähler bewahren möchten.